Hallo, meine liebe tolle Gemeinde, hier geht's auch weiter. Ein neues Abenteuer mit dem Bakshi. Mal sehen, was heute auf uns zukommt. Also zurück in Entspannung, los geht's. Mein Lieber. Hallo. Hallo, wissen Sie, ob ein Arzt vor Ort ist? Sind Sie Arzt? Also ich sag mal so, ich bin hier noch recht neu, ne? Ich könnte Kleinigkeit. Was ist denn das Problem, bitte? Ich glaube, die da hinten und ich brauche einen Arzt. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich kann versuchen. Was ist denn mit Ihnen? Sind Sie Arzt? Ich bin, sage mir Arzt, wie nennt sich das? In Beobachtung, Proben, ja. Okay, ich glaube, die da hinten brauchen Hilfe. Ja. Wir hören Sie von hier nicht. Oh. Ja, hallo die Damen. Ja, ach du Scheiße, was ist passiert? Vermutlich ist mit Dynamit gespielt. Ja, wissen Sie, ich bin erst ein Tag hier und bin noch in eine Probenzeit. No, wissen Sie ja. Das heißt, Sie können jetzt den Menschen nicht helfen, oder... Ich kann versuchen, ja, doch schon. Kommen Sie rein. Ja, mögen Sie den Herrn mir abnehmen oder möchten Sie, dass ich als Dame den Herrn trage? Nein, natürlich nicht. Das ist nett, Dankeschön. Ja, warten Sie bitte. Sehr schön, danke. Alles gut. So, dann gucken wir. Hier. So. So, dann bitte folgen Sie mir, junges Mann. Aber sicher. So, einmal hier. Ich werde ihn erstmal vorsichtig hinlegen. Bitte. Oder auch denn der zweite? Ja, am besten so die Nähe, ne? Sonst ich drankomme. Warten Sie bitte, ich hol schon mal was. So, okay, dann fangen wir mit den Herren an. Kennen Sie die beiden Herren? Ich taste ihn. Nicht direkt, nein. Nicht direkt, okay. Gut, dann gucke ich mir das alles mal erstmal richtig an. Okay, ich fühle erstmal, ob etwas gebrochen ist. Die Atmung ist noch stabil, so wie es aussieht. Ja, okay. Was ist genau passiert? Schildern Sie mal bitte Situation, ja? Wahrscheinlich war es Dynamit. Dynamite, okay. Wir wissen es selber nicht, aber sagen wir mal so, das Dynamit war weg und Sie lagen sehr dicht daneben. Ja, ich guck mir, wir müssen gleich gucken, dass mir die Klamotte ein bisschen auszieht. Ich glaube, ich sehe da irgendwie an die erste Hautschicht etwas. Gucken wir gleich. So, das verbieten wir erstmal dort. Wie sind dieselbe? Hallo, die hier! Hallo? Hören Sie mich? Ja, können Sie die Maske kommen? Ich helfe Ihnen. Können Sie einen Moment. Machen Sie langsam. Langsam. Ja, alles gut, alles gut. Alter. Wie ist denn Ihr geschätzter Name, der hier? Ich bin Cassidy Cody. Cassidy Cody, haben Sie starke Schmerzen? Ich gucken Sie mal, Sie haben dort hinten. Könnten Sie bitte mal, ich helfe Ihnen, den Oberkörper freimachen. Ja, einen Moment. Machen Sie bitte, ja. Ja, gucken wir, alles klar. Okay. Alles klar, ich sehe schon, Sie haben leichte Hautverletzung in der Epidermis. Das bedeutet, es ist eine leichte, ich trage Ihnen dann auch noch etwas auf, eine kleine Salbe. Oh, seien Sie vorsichtig, bitte. Ja, das ist eine Salbe, die ist, wie soll ich sagen, auf Aloe Vera Basis. Die müssen Sie sich dann einschmieren, beziehungsweise, warten Sie, gucken. Ist die Scheiße teuer? Nein, also... Da reden wir gleich drüber. Ich glaube, Ihnen ist wichtig, dass sich das nicht entzündet und das wird schon in Machbaren sein. Ne? Ihre Gesundheit ist jetzt wichtiger. Also ich lasse es jetzt so drauf und dann komme ich gleich zu Ihnen. Sie machen einen recht stabilen Eindruck. Die Wunde ist erstmal, beziehungsweise ist verheilt, epidemisch leicht. Ja, das kriegen wir. Warten Sie, ich bin gleich Ihnen. Geht das so? Warten ich kann bitte. Auch schon wieder aufstehen, glaube ich. Alles gut. Dann bleiben Sie bitte ganz oben. Ja, ich bleibe hier noch kurz. Ja, so, wir gucken, alles klar, der Herr.
Oh, du meine Güte. Ich sehe hier keine äußerlichen Verbrennungen. Kann ich jetzt nicht sehen. Dort scheint mir... Der Herr bitte hinter mir mit den schwarzen... Die Sheriff sind Sie, ne? Hallo? Deputy, ja. Entschuldige, Sie gucken Sie mal, dass Sie den Kopf ein bisschen zur Seite machen. Das... Ja, ich komme so, da kann ich ja genau das super, sehr gut. Ja. Ja, dass ihr auch etwas besser atmen kann, ihr müsst die Maske gleich mal. Ja, so, ey, guck ich, wie ich das. Rippen scheint auch nicht gebrochen, ich fühle da nichts. Ach du, hallo, ey. Eieieiei. Voll langsam, langsam. Sie sind in ärztlicher Behandlung. Alles gut, ja, machen Sie die Maske. Boah, was ist passiert? Ich kann Sie nicht genau sagen, Sie waren wahrscheinlich in einen Unfall verwickelt mit Dynamit oder so. Sie müssten vorsichtig. Es war mal... laut und. Ja? Boah. Okay. Es war laut. Ich. Alles klar. Passen Sie auf, ich würde mir mal Ihren Oberkörper anschauen. Kriege ich das zusammen hin, dass wir das ausziehen? Vorsichtig. Ja, bestimmt, ja. Bestimmt. Damit ich mal gucken kann, dass alles vorsichtig, langsam. Ja, alles klar. Also, ich sehe keine. Äußerlichen in der Edeme ist keine Auffälligkeit. Hände, wie ist denn Ihre Luft? Geht das mit die Luft? Ja, ich habe nur Kopfschmerzen. Ich bin auf den Kopf geflogen, glaube ich. Das ist nicht gut. Ja, alles klar. Passen Sie auf. Ich gucke mir jetzt gleich mal, wenn Sie langsam aufstehen, schaue ich mir mal alles an. Stehen Sie mal langsam auf. Wir helfen Ihnen. So, dann bleiben Sie mal bitte stehen. Ich gucke mir Ihre Augenfunktion mal an. Ganz ruhig, ich sehe aber keine Dysfunktion. Piepte Ihre Ohren, haben Sie irgendwas oder sowas? Ein bisschen Tinnitus auf dem linken Ohr, aber wenn Sie sagen, das hatte mit Dynamit zu tun, dann Ja, naja. Also, sehr wahrscheinlich. Das ja. Waren Sie sehr dicht dran. Das wird wohl so sein, ne? Also, aber ich kann jetzt nicht sehen, dass Sie irgendeine Dysfunktion im Auge sind. Ist sie schwindelig oder schlecht oder sonst was? Es wird besser direkt, auf jeden Fall. Es wird ein bisschen besser, passen Sie mal. Ja, ich glaube, ich muss mich einfach gleich nochmal auf eine Bank setzen draußen und ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, ich tue jetzt erst nochmal gucken. Ich habe hier schon mal... Warten Sie mal, ich will eben mal das an dem Auge ist ein bisschen... Das wegtupfen. Alles klar. Dankeschön, Doktor. Ja, okay, gut. Sie können Ihre Klamotten anziehen, aber bitte langsam machen und bleiben Sie erstmal ruhig. No, ich will gerade noch mal gucken, der hinter mir. Der hier, wie geht's Ihnen gerade so? Alles? Oh, mir geht's ein bisschen besser schon wieder. Ihr geht's ein bisschen besser. Ich hab mich auch wieder angezogen jetzt. Ja, ich habe das gesehen. Gut, passen Sie auf. Boah. Ich gebe Ihnen mal. Kommen Sie mal kurz hier. Nehmen Sie mal. Haben Sie uns hierher gebracht? Das war der geehrte... Ich verdanke Ihnen mein Leben, danke sehr. So, passen Sie auf. Ach so, Entschuldigung, ja. Wie kann ich mich dafür revanchieren? So, passen Sie auf. Ich habe nur einen Knall gehört und auf einmal ein grilles Licht und... Oh, dann weiß ich nicht mehr. Ja. Es ist wohl ein Glück, dass wir das überlebt haben. Das nehmen Sie jetzt gleich ein, beziehungsweise ich habe noch gesehen, Sie haben dort hinten am Ohr etwas. Ich will das mal wegmachen. Ich glaube auch. Ich schnapp mal ein bisschen frische Luft. Der können Sie sehen? Ja, das sieht ganz, ja doch, ich dachte. Wie ist es denn mit Ihren Gehörgang? Doktor, ich glaube, ich muss an die frische Luft. Gehen Sie ruhig schon mal raus. Dankeschön. Wir müssen dann noch gleich wegen Behandlungskosten noch reden, aber wir kommen, der Sheriff ist ja da. Also meinen Ohren geht es soweit eigentlich ganz in Ordnung, glaube ich. Okay, schwindelig oder sonst irgendetwas, der Herr? Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Sie haben wirklich, wie sagt man, Glucke in die Unglucke gehabt. Das ist oh das. Ja. Okay, gut. Aber ich bitte Sie, sagen Sie auch Ihren Freund gleich nochmal, dass er dann doch nochmal wiederkommt oder seinen Arzt aufsucht, ne? Ja, ich sag ihm Bescheid. Das ist ganz dringend. Am besten schon den späteren Abend, weil er hat was nicht, dass es zu Gleichgewichtsstörungen kommt. Reiten und so ist jetzt wirklich sehr schwierig, dass er da googeln lässt. Wenn das nicht weg ist bis morgen, muss er da, ja, müssen wir weiterschauen. No. Wir können auch mal rausgehen mit ihm sprechen. Wir können rausgehen mit ihm sprechen. So,
gucke sie hier. Danke Ihnen für die Behandlung. Ja, ich versuche noch, wie gesagt, erste Tage. So. Wo sind denn die jungen Männer hin, alle? Wo ist denn der? Ach, da. Herr Doktor! Ja, bitte. Ich verdanke Ihnen mein Leben, danke sehr. Ich freue mich, wenn es Ihnen so gut geht. Wir müssen natürlich jetzt. Kommen Sie mal auf die Seite, bitte, das Pferd. Hallo. Sie müssen schon ein bisschen nochmal sich dann, spätestens wenn die Pfeife nicht weg ist, nochmal einen Arzt aufsuchen und. Ja. Ich, na, auf jeden Fall. Ich sage Ihnen aber, das Pfeifen im Ohr ist jetzt schon besser geworden. Ja, Sie haben, habe ich Ihren geschätzten Begleiter schon gesagt, Glück in die Unglück gehabt, ne? So. Ja, ich weiß auch nicht, also es war ein Riesenknall und Licht und auf einmal. Ich verstehe. So, jetzt habe ich ein kleines Dingens. Sie müssten schon noch die Bandagen auch bezahlen, beziehungsweise Behandlung. Ne? Das ist wie viel kostet denn die Behandlungskosten? Also Behandlung ist bei 50 bis 10. Ne? Eine Sekunde, Dann wir machen noch das. Die Bandage, das ist mir ja immer neu, ich bin ja noch neu. Bandage würde nämlich auch extra kosten, das heißt, für Sie und ihn zusammen wären das schon, ist schon $4 noch. $4? Ja, ich so. Ich habe keine $4. Ich habe $2. Geben Sie mir $2, dann ist die Behandlungskosten, werde ich ab nicht berechnen. Das bleibt bitte dann so erstmal. Ich bin neu, wissen Sie. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Ich möchte Ihnen ja helfen, nicht berauben. Ja. Alles klar. Ich danke Ihnen. Gucken Sie, dass Sie glücklich bleiben. Möge die Affenkönig die Pech von Sie wegbringen und die Glück. Möge Gott Sie schützen. Ja, möge Gott Sie schützen und weiterhin so tolle Arbeit vollbringen. Sie sind ein Held. Dank. Namaste. Doktor. Vielen Dank. Dankeschön. Passen Sie auf sich auf, ja? Danke. Bis dann. Bis dann. Ja, mein lieber Dottelgemein, das war's bis hierhin. War ein etwas längeres Video diesmal. Naja, wir horchen sich bis zum nächsten Mal und schön entspannt bleiben.